bin mit meiner Frau zum Beispiel schon lange zusammen. Und wenn man lang zusammen ist, macht man sich hin und wieder ein bisschen eigenartige Dinge aus. Und wir haben uns zum Beispiel ausgemacht, wir machen jeden ersten Montagvormittag im Monat so ein kleines Schäferstündchen. Es muss am Vormittag sein, da ist der Bub in der Schule. Und am Abend bist du eh müde, 40 plus halt, oder es ist Champions League oder irgendwas so. Und jetzt am ersten Sonntag im Februar, ja, hat meine Frau schon so ein bisschen rumgewurlt, ja, so ein bisschen rumgewurlt und hat gesagt: Schatzi, weißt du, was morgen ist? Ja, und ich gehe meine eheliche Notfalls-Checkliste durch, bin total erschrocken. Ja, Jesus, was ist morgen? Namenstag, Geburtstag, Hochzeitstag, Jesus, na, Valentinstag, was ist? Sagt sie: Morgen ist der erste Montag im Monat. Ich freue mich schon so, das wird sicher super. Bam! Habe ich einen Ausschlag gekriegt? Habe ich wirklich? Die Lorbe. Sag: Schatz, wie kannst du das machen? Du weißt doch über Lorbeerallergie. Wie kannst du sagen, super, ich habe noch gar keine Leistung gebracht, vielleicht wird es schlecht. Und recht habe ich gehabt, ne? Montagmittag nach unserem Schäferstündchen. Das war ein Versprecher, seid's nicht garstig. Nach unserem Schäferstündchen, ja, hat sie auch gesagt: Ich weiß jetzt auch nicht, wo deine Leistung war. Schnellschusslorbeeren, die hättest du verdient, aber Vorschusslorbeeren, die hältst du nicht aus. Ja, egal. Ich habe dann ein neues Hobby ein bisschen eingeführt bei uns. Ja. Wir würfeln jetzt. Das war super, super. Ich habe eine super Idee. Wir haben uns so einen großen Schaumstoffwürfel vom IKEA gecheckt. Ja. Und wir überlassen die Entscheidungen des Alltags ein bisschen dem Würfel, so ein bisschen Pep in die Beziehung bringen. Ja. Das hat harmlos angefangen. Also, wir haben zum Beispiel, war dann nicht, haben wir gesagt, also, wenn wir eine gerade Zahl würfeln, ja, dann kochen wir selber und bei einer ungeraden Zahl bestellen wir unsere Pizza. So. Kann nichts passieren. Ne? Wir haben ein bisschen der Sache ein bisschen Drive verliehen. Ich habe gesagt: Schatz, machen wir es doch so, ja? Also, wenn wir eine gerade Zahl würfeln, haben wir beide Sex, ne? Und bei einer ungeraden laden wir die Nachbarin dazu ein. Super, ne? Super. Ich habe gesagt: Moment, bei gerade laden wir den Nachbarn ein und bei ungerade die Nachbarin, das passt, ne? Habe ich gesagt: Ja. Okay, machen wir was anderes. Machen wir es so. Wenn wir zum Beispiel, wenn wir einen Einser würfeln, ja, dann schauen wir diesen Rosamunde-Pilcher-Schinken, ja, den du gern schauen wirst, ne? Und bei 2, 3, 4, 5 oder 6 schauen wir Fußball Champions League, ne? Was ich gern schauen will. Also, ich sage: Bist du verrückt? Das ist eine fünfmal höhere Chance als ich. Ich sage: Ja, ich verdiene auch fünfmal so viel für den gemeinsamen Haushalt, ne? Kriege ich auch größere Chancen beim TV. Da muss man sagen, war die Stimmung schon Richtung Keller unterwegs und hat die Kellertür nur so präventiv einen kleinen Spalt aufgemacht, damit es nachher schneller geht. Meine Frau hat dann gesagt: Ja, ich passe auch fünfmal so oft auf unser gemeinsames Kind auf. Ich habe gesagt: Ja, ich war fünfmal gesagt, ich will kein Kind. Da hat die Stimmung dann die Kellertüre aufgestoßen und ist wirklich unten hart aufgeschlagen. Manchmal sollte man die Goschen. Meine Frau hat dann gesagt: Gott würfelt auch nicht, und wir haben Rosamunde Pilcher geschaut. Sie ist auch nach dem Film dann noch zum Nachbarn rüber. Und ich habe auf unser gemeinsames Kind aufgepasst. Es war ein schöner Abend.